Hallo und herzlich willkommen zu Foundry. Zumindest glaube ich, dass es so ausgesprochen wird. Bin mir nicht ganz sicher. Experimentelle Version ist noch Alpha. Was stimmt mit dir nicht, Herr Mikrofonarm? Bleibt doch einfach hier bei mir. So. Da hat mich der Mark Oliver hat mich darauf aufmerksam gemacht. Erstmal möchte ich mich entschuldigen. Jetzt kamen schon lange keine Videos mehr. Ich habe das letzte Mal, dass ich ein Spiel gespielt habe, war das letzte Video. Ist tatsächlich so. Und eigentlich hätte ich jetzt überhaupt gar nichts aufgenommen, um ehrlich zu sein. Aber der hat auch so ein klein bisschen wieder so einen Nerv getroffen bei mir. Das ist halt so ein, ja, Factorio-Verschnitt. Also, wie sie alle heißen, Factorio, Satisfactory, hast du nicht gesehen. Für mich ist Factorio ist für mich da ganz oben. Mit Abstand weit oben. Und ich muss sagen, ich gehe jetzt ein bisschen blind in das Spiel. Also ich habe mir kurz mein Let's Play angeguckt. Da habe ich so gedacht, hey, verdammt, das sieht aus, als wenn das was kann. Und ja, das gibt es noch nicht auf Steam. Man kriegt das aktuell wohl nur auf itch.io. Itch.io, habe ich das noch offen gerade irgendwo? Nein, natürlich nicht. Itch.io ist das, glaube ich. Ich finde es jetzt aber auch nicht auf die Schnelle. Die Seite sollte man aber kennen, weil ja, zumindest wenn man sich nicht zu schade dafür ist, auch mal so ein Alpha, so in so einer Alpha-Version zu spielen. Ich habe da ja keinen Stress mit, das wisst ihr. Ich kann Fehler verzeihen. Itch.io. itch.io. Ist allerdings nicht ganz billig, das Ding. Kostet so um die 20 Euro. 20 € und ein paar zerdrückte. Also, wie gesagt, ich habe jetzt mal, weiß ich nicht, 10 Minuten vielleicht kurz gespielt, um mir zu testen, dass es läuft und eingestellt für das Video. Und ich habe keine Ahnung, was wir für den Seed nehmen. Wir lassen den einfach. Komm, wir machen einfach starten. Ist egal. Der scheint so prozedural generiert zu sein. Wie so ein Minecraft quasi. Mehr oder weniger. Das ist unsere Welt. Ich habe keine Ahnung, ob es die Gegner gibt. Ich hatte eben auf jeden Fall keine gesehen. Mit M können wir. Ne Oh. Eben bin ich so durch die Gegend gerannt und da waren so zwei Punkte nie so nah beieinander. Ihr seht, das ist ein, ja, so ein Deposit, irgend so ein Lager, so ein Erzlager. Hier ist es doch gleich. Hier. Das ist quasi so ein Erzlager und da vorne scheint noch irgendwo so ein Erzlager zu sein. Das ist ja ausgezeichnet. Wir bleiben hier. Ich glaube, da tut sich auch nicht viel. Wenn du jetzt durch die Gegend läufst oder so, dann das wiederholt sich quasi alles wieder. Also das ist so ein Erzlager, kannst du abbauen hier mit deinem Bohrer. Und ich muss ehrlich gesagt selber noch lernen. Ich hoffe, die Lautstärke, das passt alles. Musik habe ich ausgemacht. Ich habe irgendwo gehört, das mag sein, dass die dass da ein Copyright drauf ist auf der Musik, ist halt sowieso immer so ein schwieriges Unterfangen. Auch wenn ich jetzt meine Videos nicht monetarisiere und da möglicherweise noch nicht mal Stress kriegen würde unbedingt, aber weißt du, wie gesagt, ich verdiene hiermit kein Geld, ich kriege hier nichts für und sonst was und ich will nicht am Ende noch Probleme deswegen kriegen.
mach jetzt erstmal hier die ganzen Nupsis weg, die hier stehen. Das wirkliche Gros an Material liegt, glaube ich, hier unten drin. Irgendwo. Ich weiß nicht, ob der uns das... Zeigt der uns das doch irgendwo an? Man kann auch hier bohren. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen wir, glaube ich, gleich zu. Wir bauen jetzt erstmal den Rotz hier ab. So, haben wir. Und das hier ist... das ist Biomasse. Hallo? Biomasse. Da habe ich ja eigentlich selber genug von. Ja, von daher. Aber gut. Ist halt Biomasse. Boah, das aber... Warte mal, kann ich den... Was war den sehen? Wow! Ich finde es schon mal cool. Mit Physik drin. Meine... Da möge... Mag jetzt der eine oder andere wieder sagen, die Grafik ist scheiße. Mir gefällt sie. Ich bin eben Pragmat. Das braucht nicht die letzte prunkvolle Grafik bei mir sein. Viel wichtiger ist, dass das... wie stehe ich denn jetzt so? Dass das Spiel geil ist. Und dann wird sich halt noch herausstellen, boah, hier ist aber ein Loch. Hallo? Ach, guck mal, da unten ist das Zeug. Ich dachte, da oben wäre das. Nee, nee. Das ist hier unten. Ah, das kannst du auch abbauen. Sand. Guck mal, wie in Minecraft. Das hat ja auch so ein Minecraft-Flair, das Spiel, ne? Mit seinen Blöcken hier, die zwar nicht ganz so kantig sind, wie... Ah, der geht da immer rauf. Oh! Einstellung. Vielleicht kann man das ja auch Toggle Auto Climb. Key Bindings Page. Wo ist denn die Key Bindings Page? Tastenbelegung. Auto. Irgendwas mit Auto. Autoclimb. Hier. Replace. Press the key, ist das? Was nehme ich? Ich weiß gar nicht, welche. Was jetzt so frei wäre, weißt du? Ich möchte auch kein... Würde geteilt gehen. Ach so, vielleicht erst Replace drücken. Er hat nicht gemeckert. Es hat nicht gemeckert. So, machen wir mal. Ah, jetzt läuft er dann nicht mehr hoch. Oh, oh, oh. Sehr gut. Ja, gut. Da ist... Das wäre halt schön, wenn das eine Ebene wäre, ne? Ich glaube einfach, dass das vielleicht schon bald nützlich wäre. Weil hier gibt es Fließbänder. Ich habe zwar noch keine gebaut, aber... Das tut mir leid für dich, Kaktus. Was auch immer du warst. Kann ich die auch abbauen? Das ist alles Biomasse. Lass uns erstmal das Zeug abbauen, denn da oben in der Ecke, Aufgaben, da steht, wir sollen Blaues abbauen. Technum, was auch immer das ist. Xenoferrit, gibt es Xenoferrit? Gibt es Technum? Ich fände das eigentlich am coolsten, wenn das wieder Eisen und Kupfer wäre. Das wäre so. Ich stehe da drauf, am Anfang in so einem Spiel Eisen und Kupfer abzubauen. Aber wir bauen jetzt erstmal alle Nupsis ab. Ja, Nupsis müssen weg. Ihr wisst das besser als ich. Und dann gucken wir mal, was passiert.
So, der noch und der noch. Gott, das ist sehr laut hier bei mir. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade empfindet. Ach, schade. Jetzt würde mir wieder Spaß machen, wenn er automatisch hochlaufen würde. Craft a Primitive Furnace. Das ist ja das Einzige, was wir gerade craften können hier. Hier sind auch noch andere Sachen. Kann ich? Ne, requires Smelter. Also das kannst du auch nicht dann mal eben in der Hand craften. Ist wie bei Factorio. So unten in der Ecke. So. Schmelter. Ich stell den mal hier so hin. Oder kann ich... Warte mal, wie komme ich denn jetzt? Nee. Wofür das ist, weiß ich nicht. Analyzer. Send. Okay, der sagt dir einfach... Ah, da sind... Wenn du hier auf Tab drückst, da hast du drei so Leisten, die du zwar nicht gleichzeitig siehst, aber warte mal, C, Crafting, da. Wenn ich jetzt den Sand nehme und den, oh, das ist schön. Das finde ich gut, das ist so Fortress Craft mäßig, ne? So ein bisschen. So ähnlich. Nee, eigentlich nicht. Ist ja auch egal. Wir lassen uns jetzt mal Ofen machen. Hier. Stell den einfach dahin. Laber nicht so viel rum. Stell den dahin. So, und jetzt. Da musst du dich dran gewöhnen. Den machst du jetzt auf. Dann wählst du dein Rezept aus. Scheinbar kann der nur diese Platten oder Stäbe. Ach so, wir brauchen auf jeden Fall Biomüll hier dafür. Ist egal, ich mach mal Platten. Ich glaube, reinlegen kannst du das jetzt einfach, dann macht er das automatisch. Du kannst den irgendwie hier Inventar verwalten und kannst das hier reinlegen. Das wäre ja jetzt das Zeno, ne? Genau, Zeno Ferritplatten. Aber du kannst auch einfach... So machen, dann holt er sich das automatisch aus deinem Inventar. Der Nachteil ist, das macht er scheinbar nicht mit dem mit der Biomasse hier. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Biomasse, wie es scheint. Na gut, jetzt brennen wir erstmal die Zeno-Ferritplatten. Kann ich das auch abbauen hier? Ne, das ist der ganze Block. Auch nicht schlimm. Wie viel steckt in so einem 3? 3 ist ja jetzt nicht gerade viel. Oh, wir können mit Shift schneller laufen. Das ist gut. 8. 10. Bäume lohnt sich. Ein bisschen... Komische Bäume, muss ich ganz ehrlich sagen. Das scheint so ein fremder Planet zu sein, auf dem wir sind. Bin mal gespannt, ob da noch irgendwelche... Da ist auch nicht viel drin. Irgendwelche Viecher oder so kommen. Und ob wir irgendwie... weil du willst ja nicht ständig hier Biomasse abbauen. Das ist ja schon ein bisschen lästig, wenn das ewig machen muss. Boah, sind das Geräusche. Brösel. Dann gib den auch noch her, wo wir gerade hier sind. Oh, hab mich schon gewundert, was das für Geräusche sind. So, und ich glaube, hier kannst du die automatisch, also kannst jetzt natürlich hier reinklicken und die hier rausnehmen. Aber wenn du jetzt... Hier klickst,
dann nimmt er die auch automatisch raus. Und dann haben wir schon fertig. Da könnten wir jetzt eigentlich sagen, Reset. Und jetzt machen wir die, ne? Oh, Fuel hat er drin gelassen. Okay. Ich könnte es aber auch wieder rausnehmen. Wie scheint. Kann man eigentlich irgendwie... Was habe ich jetzt gemacht? Oh, jetzt habe ich einfach rübergeschoben. Okay. Oh, jetzt habe ich einfach rübergeschoben. Okay. Oh, jetzt habe ich einfach rübergeschoben. Okay. Verdammt. Kann man... Ah. Okay. Mit... Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Mit Shift und Rechtsklick. Okay, und so legt da alles rein. Naja. Muss man sich halt wieder dran gewöhnen. Das ist so. Bei Factorio war das einfach cool gelöst. Ich weiß zwar nie, wie ich es mache, aber das ist so völlig intuitiv, automatisch passiert das einfach bei Factorio. Das ist unglaublich. So haben wir. Wir haben alles. Craft 20 20 Building Blocks. Nee, das ist falsch. Building Blocks. Das waren die hier unten, genau. 20 Stück. Und der macht, also der braucht 6 Platten und 3 Rods, macht aber immer 5 Stück. 1, 2, 3. Wie viel habe ich jetzt gemacht? Ich habe 20. Machst du noch was? Oh, du hast kein Material mehr. Mach einfach weiter. Ey, die Wolken sehen ziemlich cool aus, ne? Einstellung, Grafik. Das ist alles noch so, wie es war. Oh, die kannst du, guck mal hier, hoch. War jetzt nicht ja, mag sein, dass die ein bisschen besser aussehen, aber die werden auch so von der Sonne angeleuchtet. Sieht schon cool aus. Ach, guck mal da hinten. Was sind da, Tannen oder so? Müssen wir gleich mal gucken gehen. Ich soll die 20 Platten als Fundament legen, und zwar in der Nähe von, ja, von sowas. Ist das eigentlich hier? Dann baue ich wieder den Block ab, ne? Oh ja, warte ich. Was jetzt? Ach so. Ach so, da sagt er dir nur, wie, genau, wie dieses Fundament, das ist irgendwie elektrisch. Irgendwie ist das elektrisch. Ist ein elektrisches Fundament. So, mehr haben wir nicht, reicht erstmal. Okay. Und jetzt... Craft a Drone Miner. C. C. Drone Miner. Schmelter. Assembler. Ja, so weit sind wir noch nicht. Ich kräfte mal so ein... Guck mal. Hier unten in der Ecke. Das ist wie bei Factorio, aber der zeigt quasi den Hauptgegenstand, zeigt der an und macht dann nur so ein... Finde ich, haben sie gut umgesetzt. Zwar alles... Die Technik, man könnte jetzt sagen, geklaut, aber... Seien wir mal ehrlich, da würde ich jetzt nicht, kann man nicht so sehen, unbedingt. Ja, ich stelle das Ding mal hier drauf. Ich kann das
so überhängen lassen. Okay. Aber ich stelle mal ganz drauf. Das war laut. So, No Power. Kräfte ein Biomass-Generator. Das ist alles noch nicht so hundertprozentig eingedeutscht. Ich glaube, diese ganzen Aufgaben und so, die sind alle noch in Englisch, aber so teilweise ist es schon auf Deutsch. Ich habe es dann halt auch auf Deutsch eingestellt. Jetzt wird aber dunkel hier, ne? Alter. Aber ganz coole Lichteffekte, ne? Schatten und so, das hast du alles da. Sieht schon gut aus. Sieht ein bisschen gruselig aus. Ein bisschen. So, Biomass-General kann ich nicht. Ich kann das verdammt nochmal nicht. Elektronische Komponenten. Ich weiß nicht so genau, was jetzt fehlt. Gib mir mal die. Und wir machen mal Reset und stellen mal wieder Platten her, glaube ich. Ich vermute mal, wir brauchen bestimmt noch mehr Platten. Ich weiß es jetzt im Moment nicht genau. Gucken wir mal. Genau. Sehr gut. Ladestation. Für was denn? Oh, Kisten. Kisten finde ich auch gut. Kisten sind immer gut. Ne, Moment. Den. Der ist auch zum Glück nicht so groß. Soll ich den mal hier am Rand hinstellen? Vielleicht hätte man auch die Plattform. Warte mal. Oh. Kann ich jetzt wieder? Und wenn ich den jetzt hier drauf stelle. Achso, der braucht wahrscheinlich. So. Huch. Ey, warte mal, ich hab eine Taschenlampe. Holt ihr das jetzt da raus? Ich brauche euch gar nicht sagen, was ihr tun müsst. Das ist nice. Oh, ich habe nur noch zwei hier. Jetzt würde ich mir wünschen, dass das automatisch quasi von hier automatisch da rein. Kann ich, gib mal das her. Haben wir ja, schön. Ich bräuchte wahrscheinlich noch so eine Plattform da hinten, ne? Damit ich will ja da auch automatisch abbauen. Hätte ich schon gerne. Ich mache hier meine Plattform immer größer für nix. Weil ich es kann. Einfach weil ich es kann. Ach, ich kann die jetzt noch fünfmal bauen, quasi. Echt? Das ist mir gerade noch gar nicht aufgefallen. Bau die einfach mal. Wir brauchen die bestimmt. Komm. Bau die einfach mal und nimm das aus der Hand und nimm das alles. Wie viele Rods habe ich denn noch? 37. Immerhin.
Ich brauch sowas und sowas. Ja? Und dann gehen wir jetzt da hinten hin. Auch wenn es da ein bisschen gruseliger ist als hier. Und ich eigentlich rennen kann. So. Mal noch ein bisschen Biomasse. Wenn ich den jetzt hier andock, weiß er, gilt das auch für die hier oben? Baut er die dann auch ab? Weißt du, wie ich meine? Dann brauche ich das nicht so hoch zu bauen, weil das da hinten ja auch tiefer ist. Ich weiß noch nicht, wie das wird mit hoch und runter und... Ich mach mal so. Und jetzt... Ja, weiß ich nicht. Stell da hin und den stellst du hier hin. Ist auch egal erstmal. Und den Rest machst du jetzt. Ah, da sind vier Drohnen sind da drin. Übrigens, zur Feier des Tages habe ich echt Kaffee gekräftet. Lecker, ist schon wieder kalt, scheiße. Cool. Also auf jeden Fall hat das Spiel was. Und jetzt warte mal, wenn wir jetzt hier gucken. Da. Siehst du hier oben schon direkt? Dann lass uns doch einfach... Nee, warte mal, es gibt doch... Der ist schon... empfindlich teurer, ne? Dieser Ofen wahrscheinlich. Vielleicht... Ja gut, komm, dieser Ranzelofen, der kostet ja auch nichts. Ist geschenkt. Bauen wir jetzt einen von. Für mal eben. Dass wir... Den habe ich ja noch unten. Dass wir hier weiterkommen. Vorerst. Ich stelle mir den hier hin. So. Und dann... Warte mal, das war jetzt... Was für Zeug? Was ist das hier? Das Orange. Okay, gib her. Schön weitermachen, Leute. Schön weitermachen. Das ist das Orange. Das ist hier drauf kaum zu erkennen, aber das ist diese Zeno, ne? Genau. Leg mal rein. Und Inventar verwalten. Müsste ich nicht Biomasse haben? Ach so, scheiße, ich habe die da in das Ding reingesteckt, ne? Ich möchte echt gerne was haben für Biomassefarm. So. Haben wir erstmal was? Und die Frage ist auch, wächst die nach oder so? Biomasse. So. Wie lange hält denn das jetzt überhaupt hier, diese Biomasse? Und kann ich irgendwas machen, damit das automatisch jetzt... Ja, vielleicht in den Ofen nicht unbedingt, aber dieser andere Ofen, den es da gibt. Hier, den hier, weißt du? Da könnte ich mir dann vielleicht schon vorstellen. Und das sieht hier so aus, als wenn da vielleicht... Ja, weiß ich nicht, ob da was rauskommt. Wenn wir jetzt... Ah, die sind noch... Ich mach mal so ein Förderband. Die werden wir wahrscheinlich sowieso ständig brauchen. Ah,
Oh, guck mal, Deutsch. Verwende Förderwände und Ladestation. Ach so. Jetzt verstehe ich, was mit Ladestation gemeint ist. Und Bahn, okay. Maschine, Loader, Belt, Loader, Maschine. Ist klar. Aber da steht Output und Input. Das heißt. Ah, man kann die einstellen. Loader, lass uns mal, nein, Loader, Ladestation, können wir nicht bauen, was sehr schade ist. Ihr müsst weitermachen. Oh, apropos, da fällt mir ein, wer noch weitermachen muss. Ey, 100 ist nicht viel. Vielleicht können wir das Zeug auch, das wollte ich doch gar nicht. Was wollte ich denn? Vielleicht können wir das Zeug auch, in eine Kiste erstmal einfach laufen lassen, weißt du? Fände ich auch schon nice. Du hast auf jeden Fall noch, genug Fuel, du hast auch, also das Fuel scheint einen Moment zu halten. Niederknie. Sehr schön, sehr schön. Direkt her wieder. Es muss automatisierter werden. Alles muss automatisierter werden. Kaktus. Alles an Biomasse. Nein, ist keine Biomasse. Abstauben, was geht. Ihr seid schon fast wieder voll. Danke. Du hast nur noch 12. Das darf nicht mehr sein. Das ist zu wenig. Ist halt schlimm, dass meine Taschenlampe die ganze Zeit an ist. Warte mal, L. Wo ist denn eigentlich die Sonne? Ich sehe die gar nicht. So. Komm, ich hab was für dich hier. Zack. 72, okay. Das heißt, ich bin schon wieder leer, ne? Naja. Und hier raus, rein. Das alte Rein-Raus-Spielchen. Ist hier kein Kinder-Content, ja? Können wir jetzt Sachen machen? Jo. Zwei Stück, zwei. Wir müssen ja raus und rein. Ich sag nichts. So. Nee. Nein. Der hier. Und so eine Kiste? Ich mache jetzt mal eine Kiste. Weil Kisten einfach gut sind. Kisten sind einfach großartig. Ich liebe Kisten. So, wir stellen mal die gar nicht mal so kleine Kiste. Kann ich das vielleicht hier schon mal so ein bisschen... einfach, weil wir es können. Ja? Ich finde die einfach gerade zu klein, die Plattform. Geht nicht. Wir haben nur noch 4. Ist ja auch egal. Wo ist die Kiste? Rotate... So, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Platz. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit einer Kiste geht. Building, Belt, okay. Rotate, Building, Belt. Das aber, das Ding ist, ist viel größer als er annahm. Es ist viel größer. Es ist so groß. Das kann man irgendwie... Abrissmodus Z. Okay. Muss ich jetzt wieder Z drücken? Ich glaube.
So. Rotate. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Hat die vorne und hinten? Kann ich? Wie kann ich? Okay. Gib das her, mach weiter. Du, gib das her, mach weiter. So, jetzt aber. So, rotate, building. Das heißt, ich setze das hier hin. Und setze das hier hin. Und da kann ich jetzt mal Builds. Okay. Rotate. Ich finde das gerade ein bisschen schade, dass ich die nicht mehr sehe. Ah, der sieht die nicht. Der sieht die nicht. Ich kann das auch nochmal erklären. Der sieht die nicht. Aber da, siehst du, da, es ist da. Es, grundsätzlich ist es da. Er nimmt's raus. Ich weiß nicht, ob so ein Ofen als, ob das gilt. Craften. Oh, ich brauche Rotz. Rotz brauche ich. Rotz. Gib mal her. Werf mal ein. Gib mal her. Das sind doch gar keine Rotz. Rotz. Das hört sich so doof an. Das ist kein Rotz. Da ist auf jeden Fall haben wir noch Biomasse. Rotz ist hier drin. Was? Jetzt wird's psychologisch, meine Herren. Hier läuft was ganz doll falsch. Aber sowas von falsch. Was soll das? Hör mal auf damit, Mann. Und mach das richtig. So, Inventar. Hier. Nein. Rein damit. Und mach jetzt Rotz. Ich brauche Rotz. Oh, da kann ich ja richtig viele von machen. Hier passt das eigentlich besser. Ich bräuchte eigentlich, was doch immer elektronische Komponenten ist. Wie werden die denn hergestellt? Ach, die werden aus so Rods gemacht. Gib mir die jetzt mal. Falsch. Craften. So, gib mal noch so eine Ladestation. Mach mal noch so ein paar davon. Bau den mal ab. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir doch leid. Nein, es tut mir nicht leid. Es war gelogen. So, du gehst jetzt mal dahin. Und du machst sofort weiter mit Rotz. Inventar verwalten. Hier. Geht? Nee? Jetzt. Sehr schön. Wenn ich jetzt Rotate Building, zack. Rotate Building. Siehst du das? No Foundation. Natürlich hast du keine Foundation. Das ist fatal. Verdammt. Ich, 1, 2, 3. Sehr schön. Können wir das hier... Reicht das?
wenn die bis dahin gehen würde, so quasi, kann ich jetzt, wärst du damit einverstanden? No building. Liegt es jetzt daran, dass das Ding nicht an, auf einer Foundation steht? Oder liegt es tatsächlich daran, dass dieses Ding dafür nicht geeignet ist? Ich befürchte einfach, der ist dafür nicht geeignet, der Ofen. Du brauchst... Ich kann... Bau den wieder ab. Das ist jetzt... Ich weiß. Ich kann euch hören. Ich höre euch. Ich höre euch wirklich. Warte mal. Craften. Baumannschmelter. Ein Schmelter. Brauchst du den jetzt? Achso. Wir sind bei 41 Minuten. Wir müssen auch langsam aufhören. Was? Warte. Junge. Ich finde das gut. Dass das Ding nicht so groß ist. Da stand irgendwo, stand was von wegen, Niederstrom und Hochstrom. Und ich habe gerade einfach so ein klein bisschen das Gefühl, dass es sich hierbei um ein Gerät handelt, was viel mehr Strom braucht, als wir aktuell zur Verfügung haben. Weil das sieht nicht so aus, als wenn ich den damit versorgt bekomme. Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, irgendwas habe ich im Urin gerade, was mir das sagt. Aber was ihr mir sagen solltet, ist, wie euch das Spiel gefällt, ob ihr jetzt überhaupt gerade noch zuguckt. Wenn ihr gerade noch zuguckt und noch kein Abo habt, dann muss ich mich allen Ernstes fragen, wieso? Ja? Und wenn ihr jetzt noch zuguckt und mir noch keinen Daumen gegeben habt, dann wäre das jetzt total lieb, wenn ihr das gerade mal machen würdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.